Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter Rise, dem Solo-Let's Play. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen mit dem Bogen uns eingespielt, so ein bisschen gekämpft, ne? Und heute machen wir natürlich mit den Hauptquests weiter, denn da oben, wie man sieht, bei Dorffortschritt steht ja drin Erfüllung, wir müssen noch einen Stern-Hauptquest erfüllen. Denn wie bereits erwähnt, werden wir uns hier primär an dem Spielstand auf die Hauptquests fokussieren. Ne? Das habe ich ja schon mal erwähnt. Das heißt, unsere Ziele, wie zum Beispiel alle Nebenquests oder so, wird hier nicht der Fall sein. Ein paar Nebenquests machen wir, aber nicht alle. So, die Buddy-Tafel selber habe ich nämlich gar nicht vorgestellt beim letzten Mal. Kann ich auch nochmal fix zeigen. An der Buddy-Tafel kannst du bis zu 2 Buddies als Begleiter für deine Quest auswählen und ihre Ausrüstung verwalten. Hier kannst du alles einstellen, was mit Buddies zu tun hat. Sieh dir alle Optionen durch, um mehr zu erfahren. Und dann gibt es noch die Deko-Rüstung. Deko-Rüstungen funktionieren nicht wie normale Ausrüstungen. Stattdessen kannst du mit ihnen das Aussehen der aktuellen Rüstung deines Buddies ändern, ohne ihre Wirkung zu verändern. Unter Deko-Rüstungen auf der Buddy-Tafel kannst du die Deko-Rüstung deines Buddies ändern. Hinweis: Deko-Rüstungssets können wie normale Ausrüstungssets gespeichert werden. Genau, dann haben wir hier halt auch Deko-Rüstungen für die. Die man dann hier so quasi anlegen könnte. Haben wir so Halsband oder hier Waldkatze. Man sieht aber gar nichts, ne? Na gut, lassen wir einfach normal. Ja, die Tafel habe ich beim letzten Mal nicht gezeigt. Und weil ich auch gerade sehe, beim Städtenfortschritt steht auch nochmal Sprich mit Minoto. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Meine Idee wäre jetzt gewesen, wir machen erstmal alle Dorfquests und ziehen dann mit den Städtenquests hinterher oder so. Weil beides immer so abwechselnd zu machen, parallel, also nicht parallel, aber halt, ne, abwechselnd zu machen. Keine Ahnung, wie gut das läuft und ob das nicht so ein bisschen nervt. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen erstmal die Dorfquests durch, bis wir alles haben, also alle Hauptquests der Dörfer, der Dorfsachen erfüllt haben. Und dann gehen wir jetzt wahrscheinlich zu den Städtenquests über. Das wäre, glaube ich, der beste Plan. So, genau. Und sie hat jetzt hier noch eine optionale Nebenquest, die wir natürlich erfüllt haben. Das war 8 kleine Monster jagen. Bedeutet, wir werden hier jetzt 14 kleine Monster als nächste Nebenquest mit annehmen. So, und die nächste Dorfquest wäre, entweder sammeln wir kugelrunde Laternen oder wir sammeln den Fungusfrust. Hier müssen wir 8 Feuerlaternen sammeln, hier 8 einmalige Pilze. Ich denke mal, wir machen die Feuerlaternen. So, kugelrunde Laternen. Das Dorfmädchen sagt, Feuerlaternen sind so hübsch, so rot, so rund. Sie haben etwas Magisches. Am liebsten würde ich sie immer zusehen. Vielleicht sollte ich welche in meinem Zimmer haben. Kannst du mir welche besorgen? Und ja, das können wir gerne probieren. Für die Quest würde ich jetzt nicht essen wollen. Weil das ja eigentlich nicht wirklich nötig ist. Und ja, ich habe auch, bevor ich diese Folge jetzt hier gerade aufnehme oder aufgenommen habe, ist, glaube ich, besser, klingt, glaube ich, logischer auch, die Kommentare natürlich gelesen von euch. Und da wurde auch sich vermehrt gefreut, ne, was mich auch natürlich sehr fröhlich stimmt, dass ihr euch darüber freut, dass es jetzt hier endlich mal wieder was gibt, ne? Ein Let's Play und so. Obwohl ich ja immer noch der Ansicht bin, oder beziehungsweise ich selber nicht der Ansicht bin, aber ich habe sehr, sehr oft gehört, auch von anderen YouTubern, und sehe das auch sehr, sehr oft, dass halt Let's Plays eigentlich als diese Art, so jetzt aber Deutsch, das Let's Play als Art, wie es damals halt gelaufen ist, so nicht mehr funktionieren soll. Aber ihr beweist mir ja gerade hier das Gegenteil, ne? Scheinbar ist ja doch noch die Anfrage danach ein bisschen, also nicht sehr groß, aber halt, ne, zum Teil noch da. Und ja, habt natürlich gelesen, dass ihr euch alle sehr darüber freut.
dass es hier jetzt nun weitergeht mit Monster Hunter oder endlich mal wieder was von Monster Hunter hier zu sehen ist. Und zwei Waffenwünsche wurden auch schon geäußert. Unter anderem die Morph-Axt und zum anderen das leichte Bogengewehr. Beim leichten Bogengewehr, ja, müssen wir mal schauen. Ich bin, wie gesagt, bei diesen Bogengewehren jetzt nicht so der Freund. Das habe ich ja in einer der letzteren Folgen erwähnt, dass Bogengewehr jetzt nicht so mein Steckenpferd ist. Aber mit der Morph-Axt könnte ich mich halt relativ gut anfreunden, sogar weil die spiele ich auch in meinem privaten Spielstand sehr, sehr gerne. Das heißt, hier Morph-Axt, ja, okay, können wir mal bauen, mal gucken. Da würde ich mehr zu Element-Morph-Axen tendieren. Also ich baue lieber eine Morph-Axt, die so auf Element aufgebaut ist. Also auch ein Element-Fiole hat. Aber ja, wir schauen einfach mal, was sich so ergibt. Und beim leichten Bogengewehr, ja, mal gucken. Das will ich jetzt auch nicht versprechen, dass ich das spielen werde. Wir gucken uns die vielleicht mal an. Aber ja, beim Bogengewehr bitte nicht das zu sehr erwarten. Ne? Nicht jetzt darauf hoffen, dass das jetzt irgendwann kommt, sondern ja, mal sehen. Ne? Das ist eher so ein, ja, mal sehen, wie es mir geht, Ding. Okay, Lieferquests. Du kannst sie erledigen, indem du die gewünschten Objekte lieferst. Konterobjekte. Die werden automatisch abgeliefert, wenn du sie aufsammelst. Transportobjekte müssen zu deiner Vorratstruhe gebracht werden, da die nicht in deinen Objektbeutel passen. Wenn du dich der Vorratstruhe näherst, während du Transportobjekte trägst, kannst du A drücken, um sie zu liefern. An die Vorratstruhe gelieferte Objekte können nicht mehr zurückgeholt werden. Okay, aber wir holen jetzt die Laternen, die sind doch hier schön auf der Map quasi angezeigt, ne? Das sind die Dinger da vorne, glaube ich zumindest, ne? Dass es die hier waren. Genau. Aber was wir jetzt noch machen könnten, wäre, wenn wir jetzt eben schon mal hier sind, kann ich ein bisschen mal hier die Umgebung zeigen. Natürlich gibt es hier auch, das hat der ein oder andere vielleicht auch schon bemerkt, oder dem ist das wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Natürlich gibt es in diesem Spiel hier auch versteckte Sachen. Unter anderem sind hier so eine Schriftrollen überall verteilt, die man sammeln kann, um so ein bisschen Hintergrundwissen von der Welt und sowas hier zu sammeln und zu erfahren. Das könnte man theoretisch machen, aber ja, wenn ich so einer Schriftrolle begegne, dann werde ich sie einsammeln, das ist nicht das Problem. Aber 100% sind hier ja nicht angestrebt. Das heißt, ja, da bitte auch etwas Nachsicht und so. Ich werde auch diese ganzen versteckten Schriftrollen und sowas, die so sind, nicht fokussiert sammeln. Ne? Also da werde ich nicht darauf achten, dass wir irgendwie alle bekommen. Weil, das habe ich auch schon mal erwähnt, wenn ich jetzt hier 100% anstreben würde halt, ne? Dann wären wir wieder bei wie damalige Verhältnisse zu Monster Hunter 3 Ultimate, wer sich vielleicht noch erinnert, als Let's Play. Da wären wir halt dann bei Folge 200 irgendwas. Also wenn wir wirklich 100% anstreben, wird das leider zu sehr ausarten. So, wie ihr seht, platziere ich gerade ein paar große Seilkäfer. Einfach nur damit wir die hier schon mal platziert haben. Ich decke nur mal die Map auf, ne? Deswegen sagte ich halt, ich zeige euch mal so ein bisschen was von der Umgebung. Und rede halt mal so ein bisschen darüber, was hier eigentlich geplant ist. Also 100%, wie bereits erwähnt, in diesem Maße würde ich nicht schaffen, weil wir dann bei 200 plus Folgen wären. Das bedeutet also, sobald Monster Hunter Rise Sunbreak, also das DLC Sunbreak draußen ist, ja, würden wir hier noch in der normalen, im normalen Monster Hunter Rise hier rumgammeln, sag ich mal, im Let's Play und würden nicht vorankommen. Weil ich habe ja noch nicht alles komplettiert und so und dann wäre das halt doof, dann schon Sunbreak halt anzuspielen und selbst andersrum, wenn man dann sagt, so ja, spiel doch Sunbreak einfach parallel dann und mach danach 100%, ja, wird man halt gar nicht fertig, dann ist das ja komplett verfälscht, ne? Dann machen wir ja Sachen, die wir in Rise nicht erledigen konnten, mit Sunbreak-Ausrüstung.
Und dann ist wieder so, ja, okay, jetzt hat er nicht so eine wirkliche Herausforderung. Deswegen lasse ich es einfach komplett. Es ergibt einfach keinen Sinn, finde ich halt zumindest, jetzt hier 100% anzustreben. Entweder Sunbreak komplett lange auf sich warten zu lassen, also lange herauszuzögern, ist halt dämlich. Als auch eben, ja komm, wir machen Sunbreak dann auch und machen am Ende 100%. Für die Sunbreak-Inhalte selber wäre es vielleicht interessant, ja. Aber für die Rise-Inhalte wäre es komplett langweilig, weil dann habe ich so Sunbreak-Ausrüstung. Der Meisterrang, ne, wie ja jeder weiß, kommt ja dann mit Sunbreak dazu. Um mit Meisterrang-Equipment rumzulaufen und dann High-Rank oder eine hochrangige oder auch niedrigrangige Quest zu machen, ist jetzt nicht so der Burner, ne? Man one-shottet fast alles. So, also ist nicht so krass, ne? Aber es ist halt keine Herausforderung mehr. So, Sendezweige. Im Feld werden die Gebüsche aus Pflanzen begegnen, die als Sendezweige bezeichnet werden. Greift diese Büsche an, um sie abzuholzen und Irrlitze zu enthüllen, die sich im Inneren verbergen. Helferwesen lassen sich auch finden. Ja, und mit dem Bogen können wir hier zum Beispiel sehr gut mit der A-Taste dann hier so mit dem Pfeil halt rumschlagen. Ne, braucht man nicht drauf schießen. Aber ja, so viel halt dazu, damit ihr auch meinen Gedankengang quasi nachvollziehen könnt, warum ich halt die 100% oder halt an sich diese Komplettierung hier nicht so wirklich anstrebe. Das zweite wäre halt auch, wenn man. Das haben wir auch noch nicht geschaut, das können wir vielleicht auch gleich mal anschauen bei der Guildkarte, die es ja hier auch gibt. Ne, man kann sich ja hier wieder so seine eigene kleine Profilkarte quasi erstellen. Die kann ich auch nochmal zeigen, wenn wir wieder zurück sind im Dorf. Da gibt es auch Auszeichnungen, die man an sich verdienen kann in dem Spiel. Und bei diesen Auszeichnungen ist halt das Ding. Einige davon, ja, kriegt man halt eben nur, wenn man halt die 100% hier halt eben anstrebt, ne, jede Quest macht oder anderen Kram halt noch so vollendet. Und da würden wir zum Beispiel dran scheitern am Ende. Denn eines dieser Auszeichnungen, wie es schon immer in Monster Hunter so war, das ist halt so ein Ding aus der Monster Hunter Serie. Ja, eins dieser Ziele wäre, alle Monster, die es in dem Spiel gibt, die eine Krone haben können bei der Größe, einmal die kleinsten Varianten davon zu finden, also quasi von den Größen her eine Goldkrone bei der kleinen, beziehungsweise bei der, wie soll man das sagen, das kleinste Monster und das größte Monster, so um es so salopp mal zu sagen, weil es gibt in dem Spiel nicht wirklich das kleinste oder das größte. Weil ab einem bestimmten Wert ist das, zählt das Monster als klein, Goldkrone klein und als einem bestimmten Größenwert zählt das Monster halt als Goldkrone groß. Es geht aber noch größer. Unter anderem geht es aber auch noch kleiner. Aber es gibt halt eben diesen Fixwert, der halt dann eben sagt, okay, hier, du hast jetzt eins gefunden, ein Exemplar, was relativ klein ist, dafür kriegst du eine Goldkrone. Und das wäre unter anderem eins von diesen Voraussetzungen, die man erfüllen müsste, um die Auszeichnungen in dieser, oh, jetzt habe ich aus dem weitergeklickt, um die Auszeichnungen in dieser Gildenkarte zu vervollständigen. Und daran, selbst das, ne, ich habe in meinem Privatspeicher schon quasi jede Quest erfüllt und so, habe so 100% auch angestrebt, aber einige Auszeichnungen fehlen mir dort auch noch. Das wäre unter anderem eine dieser Auszeichnungen, Goldkrone für große Monster und Goldkrone für kleine Monster zu bekommen. Das ist halt zufallsbasiert, ne? Das kann man aktiv nicht beeinflussen. Man kann mit Event-Quests, die es hier gibt, zwar Goldkronen und also kleine und große Goldkronen halt herauskitzeln, so gesehen, weil bei Event-Quests kommen solche Monster häufiger vor. Man hat aber keine Garantie. Und das würden auch nochmal zigtausend Parts quasi, zigtausend Folgen mit sich ziehen, ne? Das bedeutet also, um das wirklich zu erreichen, können wir ewig spielen, so nach dem Motto, ne? Es kann schnell gehen, wir können aber auch übelst Pech haben und erst in Folge 1000 alles erfüllt haben. Und ja, da sehe ich uns ehrlich gesagt nicht in Zukunft, dass wir so viel Monster Hunter Rise spielen. Zusammen mit Sunbreak, ja, da kann man ruhig mal auf 1000 Folgen kommen, kann passieren. Glaube ich zwar nicht, dass es das auch passieren wird. Aber hier bei Rise, so Grundspiel,
Schwierig. So, aber hier Nutzung von Miefnerzen. Miefnerze sondern Pheromone ab, die Monster anlocken können. Du kannst ein Monster anlocken, indem du zuerst ein Miefnerz benutzt und dich dem Monster dann näherst. Sobald es das Pheromon riecht, folgt es dir, bis die Wirkung nachlässt. Ist ein Monster angelockt, weil du es wütend gemacht oder ein Miefnerz eingesetzt hast, verfolgt es dich temporär. So kannst du das Monster umherführen. Doch es kann deine Spur verlieren, wenn du ein Gebiet betrittst, wo es dir nicht folgen kann, oder wenn du dich zu weit von ihm entfernst. Lockst du ein Monster in die Nähe eines anderen Monsters, kommt es manchmal zu einem Revierkampf. Das kann bei beiden zu massiven Schaden führen oder sogar den Reitbar-Status auslösen. Wenn du einen Miefnerz findest, locke dein Ziel mit ihm zu anderen Monstern und genieß das Spektakel. Genau, damit ihr auch mal Miefnerze kennengelernt habt. Ja, wisst ihr da auch Bescheid. Ich meine, ich brauche das hier nicht einsammeln, ne? Das ist eigentlich Quatsch, was ich hier mache. So, was wir aber machen können, ist, wir holen uns jetzt einfach mal schon im Vorfeld, weil ich das ja weiß, ein zweites Basislager. Ne, wir können das hier schon entdecken. Wenn wir das wollen, quasi. Und ja, ein Nebenlager in dem Sinne. Und holen uns das schon mal und können das dann aufbauen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, auch jedes Mal hier oben zu starten. Ne? Die Map ist jetzt auch, wie ihr seht, unten links komplett aufgedeckt. Ja, sowas mache ich dann auch noch ab und zu nebenbei und rede mit euch, wie zum Beispiel jetzt gerade, ne? Irgendwelche Themen halt. Nebenlager freischalten. Beim Erkunden der Region kannst du Orte finden, die sich zur Errichtung eines Nebenlagers eignen. Du musst die Quest von Kagero, dem Händler, für den jeweiligen Ort annehmen und abschließen, um das Nebenlager in diesem Gebiet freizuschalten, sonst bleibt dir die Nutzung verwehrt. Du kannst zu Nebenlagern schnell reisen. Wie Hauptlager haben auch Nebenlager ein Zelt, in dem du Essen, Ausrüstung ändern und die Buddy-Tafel benutzen kannst. Nebenlager haben jedoch keine Vorratstruhen und es können keine Objekte zu Lieferquests abgeliefert werden. Genau, und das hier ist halt unser Nebenlager. Da müssen wir, glaube ich, dann noch etwas im Dorf erfüllen, damit das aufgebaut wird. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, das ist schon ein bisschen länger her bei mir, als ich das letzte Mal ein Nebenlager in Monster Hunter Rise entdeckt habe und dann aufgebaut habe. Ich weiß nicht, ob die sich automatisch aufbauen, also ob das jetzt schon zur Verfügung steht für die nächste Quest. Oder ob wir ja quasi den Dörflern wieder was bringen müssen, damit sie es halt aufbauen, so wie in World das war. Aber ja. So, das haben wir geschafft. Wir nehmen wieder alles mit. Sehr gut. Ja, so könnt ihr meinen Gedankengang auf jeden Fall, denke ich mal, besser nachvollziehen, warum ich 100% hier nicht anstrebe. Wenn wir später Sunbreak spielen, ja, dann werde ich wahrscheinlich noch fernab, wenn wir die Hauptstory durch haben, eventuell noch ein paar Folgen so raushauen. Vielleicht ein bisschen so neue Rüstung oder was weiß ich anzustreben. Aber ja, ich werde mir das aber auch da offen halten, wie lange wir das machen. Ne? Vielleicht komplettiere ich dann so nebenbei ein paar Quests und spiele das Spiel. Aber sobald ein neues Monster Hunter dann wieder angekündigt wird und rauskommt, wie schon in der Vergangenheit, ne, wird dann das alte Monster Hunter Projekt beendet an der Stelle, ne? Das spielen wir es nicht mehr weiter, weil ich halt ungerne zwei Monster Hunter Projekte parallel spielen will. Das ist dann für mich immer so ein bisschen schwierig, weil viele Steuerungselemente ändern sich oder viele kleine Features, die dann in dem neuen Monster Hunter Teil quasi dazukommen, die es ja dem anderen nicht gibt, oder auch Features, die wegfallen im neuen Monster Hunter Teil, die es dann im alten noch gibt, ist dann schwierig für mich immer reinzukommen. Aber naja, machen wir mal weiter hier, ne? Ah, Martox, Yomori vom Teeladen drüben hat nach dir gesucht. Sie wirkte wegen irgendetwas aufgebracht. Sieh doch mal nach ihr, ja? Das können wir machen. So, er hat aber noch was. Hätten Sie einen Moment Zeit? Ihr habt in den heiligen Ruinen einen Ort für ein Nebenlager gefunden, ja? Der älteste Vogel hat meine Hilfe beim Aufbau erbeten. Dürfte ich euch bitten, das umliegende Gebiet zu sichern, damit ich meiner Aufgabe nachgehen kann? Dieses Nebenlager wird euch im Gegenzug dabei behilflich sein, eure Expedition auszuweiten. Betrachtet es als eine
für beide Seiten vorteilhafte Übereinkunft. Genau, und jetzt sollen wir halt, um das Lager aufzubauen, 8 Izuchi in den heiligen Ruinen erlegen. So, Kagero, der Händler, bitte sichert das Gebiet, dann können wir ein Nebenlager in den heiligen Ruinen errichten. Okay, und solche Nebenquests zum Beispiel werden wir auch machen. Ja, also alles, was uns so gesehen das Spiel ein bisschen erleichtert, solche Nebenquests machen wir. Da fällt mir gerade ein, da werden wir jetzt wahrscheinlich kurz noch ein Tutorial bekommen. Ach, sieht man noch gar nicht, ne? Haben wir noch gar nicht jetzt zur Auswahl. Ne, na gut. Ich würde gerade gucken, welche Wechselkünste ich denn drin habe, aber das wird dann später noch wichtig. So, Yomogi, was ist denn los? Martox, hast du die furchtbaren Nachrichten schon gehört? Das ist ein echter Notfall. Autsch. Au, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Aua. Ach ja, die Neuigkeiten. Ein Groß-Izuchi verwüstet gerade die heiligen Ruinen. Es ist der absolute Horror. Okay, ich übertreibe etwas, aber das ist wirklich ein Groß-Izuchi. Und er hockt direkt auf unserer Haupthandelsroute. Bitte, du musst ihn aus dem Weg schaffen, sonst bekomme ich meine Dango-Zutaten nicht geliefert. Bitte? Oh, vielen, vielen Dank. Du bist der Wahnsinn. Okay, okay. Die Jagd auf den Groß-Izuchi ist nun eine dringende Quest, die du bei Hinoa annehmen kannst. Gut, haben wir das auch erledigt. Die Quest halt angenommen. So, was sagt sie? Es gibt eine dringende Quest, Martox. Dringende Quests können nicht warten. Sonst kann es übel ausgehen. Richtig übel. Und gerade sieht es düster aus. Yomogi hat mir alle Infos gegeben. Ein Groß-Izuchi blockiert eine wichtige Handelsroute nahe den heiligen Ruinen. Und es geht hier nicht nur um irgendeine Route. Darüber werden die Zutaten für unsere famosen Dango geliefert. Oh nein, uns könnten tatsächlich die Dango ausgehen. Mir wird ganz anders. Du musst das Monster beseitigen. Aber Vorsicht, Groß-Izuchi haben meist Mini-Izuchi im Schlepptau. Pass auf, sonst verbünden sie sich gegen dich. Okay, jetzt geh und rette unsere Dango. So, Helferwesen haben wir erfüllt. Dann zwei Quests in Heiligen Ruinen abschließen haben wir auch erfüllt. Und nehmen hier wieder heimische Wesen und Frostinseln mal an. Die kennen wir noch nicht. Die werden aber noch kommen. So, ich könnte jetzt probieren, innerhalb jetzt der Folgenzeit, wir haben jetzt noch quasi fast 8 Minuten, ob wir hier die 8 Izuchis machen können. So, ich richte das Lager her. Hab aber kein Rohmaterial mehr. Überall lauern bissige Izuchi. Also kann ich auch nix holen. Also junger Zimmermann sagt das. Kannst du dafür sorgen, dass sie abhauen? Damit ich besorgen kann, was ich brauche? Du könntest probieren. Also auch hier werde ich damit wieder ein bisschen beeilen. Denn ich will nicht so wie die letzten Male die Folgen dann so unendlich lang machen, ne? Weil wir haben uns ja darauf geeinigt, 25 bis 30 Minuten zu machen. Deswegen werde ich mich daran jetzt mal halten. Und wir sehen auch hier rote Punkte. Das ist auch neu mit Monster Hunter Rise. In World gab es das auch so teilweise. Aber hier in Rise sieht man es halt noch ein bisschen besser, finde ich. Wo sich denn die ganzen Monster aufhalten? Ne, hier haben wir so ein bisschen besseren Überblick. Wo genau sich denn die ganzen Izuchis rumtummeln. So, das heißt, hier gehen wir mal ganz kurz nach oben. Ich nutze auch extra den Sprint. So. Da ist einer besiegt. Keine Ahnung, wo der andere sein soll. Können natürlich auch auf offene Felder gehen, ne, in dem Sinne. Ich muss jetzt hier eigentlich gar nicht. Wo er noch überlebt, okay. Ich müsste jetzt hier gar nicht bei den Bergen hier so rum klettern und die dann holen. Theoretisch könnte ich auch einfach, ich glaube, das mache ich auch, schnell mal hier
Hund dazu geholt. Könnte theoretisch auch hier lang. Und das ganze Gebiet jetzt ja schon map-technisch aufgedeckt. Ist auch besiegt. Und ist das andere Vieh. So, wir nehmen die ersten Sachen hier natürlich mit, ne, um bessere Rüstung zu bauen. Dann irgendwann mal. Ich glaube aber nicht, dass wir die Izuchi-Teile gebrauchen werden. Aber wer weiß, ne? Jetzt warte ich kurz, bis ich hier aufmounte. Und dann rennen wir nämlich hier hoch. Weil da ist dieser Canyon, der Palamut quasi, sehr, sehr nützlich drin. Ja, den könnt ihr ganz gut benutzen, um durch die Map durchzureiten. Für schwierige Kämpfe würde sich halt empfehlen, lieber zwei Palikos zu nehmen. Weil die Palikos ja selber auch noch sowas wie Fallen zum Beispiel stellen können. Oder die können halt aktiv euch mit mehreren kleinen Utensilien wie Verstärkungsbuffs oder auch Heilungen und sowas, ne? In verschiedenen Formen, das darf man auch nicht vergessen. Zur Verfügung stellen. Der Palamute selber kann das zwar später auch mit der Heilung, dass er euch mit so einer kleinen Schriftrolle quasi heilen kann. Das kriegt er auch ganz gut hin. Allerdings kann ich zum Beispiel mit meinem Palico, mein Privatspeicher ist das, der kann einmal in sein Gesundheitshorn tröten, dann kriege ich Heilung. Dann kann er einmal einen kleinen Baum pflanzen, der beim Andrücken, also wenn ich dann zu dem Baum hingehe und A drücke, entsteht so ein kleiner Heilkreis. Und er kann, ich glaube noch eine dritte Heilung war auch noch möglich, aber ich weiß gerade gar nicht mehr in welcher Form. Auf jeden Fall kann er aber auch ein kleines Gerät aufstellen auf dem Boden, was alle negativen Statuseffekte von einem nimmt. Also halt quasi, wenn du vergiftet bist, und du gehst in diesen kleinen Nebel rein, die dann der Palico gesetzt hat, wirst du von Gift geheilt? Hast du irgendwie Donnerschwäche drauf oder Drachenschwäche oder so? Gehst du in diesen Nebel rein und ist auch weg. Befreit dich halt von allen Schwächen, die du halt so bekommen kannst, ne? Von allen anormalen Statusleiden. Das kann halt der Palamute selber eben nicht. Und dann können natürlich die Palikos auch irgendwie Bomben schmeißen, ne? Was auch sehr nützlich ist, das habe ich in meinem Privatspeicher gemacht. Da können die beiden Palikos bei mir auch sammeln. Die bewerfen dann große Monster mit so einem Boomerang, wie man es aus World kennt. Und stibitzen halt Material von den Monstern. Aber hier ist es kein Gadget. Ne? In World waren es ja so kleine Gadgets, den man ja seinem Palico quasi ausrüsten musste. Hier in Rise ist es einfach eine Fähigkeit. Die können das einfach von automatisch quasi, wenn sie eben diese Affinität haben, dass dann ihre Unterstützerfähigkeit Sammler ist. Vielen Dank für eure Bemühungen zur Sicherung des Gebiets. Nun können wir mit dem Errichten des Lagers beginnen. Sobald es fertig ist, wird es euch als neues Basislager zur Verfügung stehen, wenn das euer Wunsch ist. Es sollte bereit sein, bevor ihr zu eurer nächsten Quest aufbrecht. Genau. Und jetzt haben wir halt das Lager freigeschaltet. Und auch pünktlich diesmal geschafft, hier die Folge zu beenden. Deswegen würde ich sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit Monster Hunter Rise für dieses Mal. In der nächsten Folge werden wir dann die dringende Quest machen, das Groß-Izuchi anfangen und mal sehen, wie das so laufen wird, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.